Hallihallo, Grinders Gaming hier. Red Evil Dynasty geht weiter. Wir müssen auch gleich los, wir müssen noch einen Bären jagen. Wir haben noch 6 Stunden und ein bisschen mehr als eine halbe über. Ich muss noch kurz ein bisschen was futtern und dann geht's los. Wo ist denn mein... Da unten Trockenfleisch. Zack, zack. So, ab die Post. Richtung. Ich wollte es eigentlich noch markieren. Da ist Bär. Kann ich nicht. Doch, F, Wegpunkt setzen, F. So, genau. Gewegpunktet den Bär. Los geht's. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Also rein theoretisch müsste es zeitlich reichen, dahin zu wackeln. Und den zu killen, wenn er mich nicht killt. Und wenn er überhaupt da ist. Aber ich denke schon, dass er da sein wird. Ich hoffe es zumindest. Wäre natürlich ärgerlich. Weil ich wüsste nicht, wo sonst noch einer ist. Ich habe jetzt auf die Schnelle hier in der Nähe keinen gesehen oder übersehen. Das kann auch sein. Falls ich es übersehen habe, tut es mir leid. Kann ja mal passieren. Wie des Öfteren bei mir, dass ich Dinge übersehe. Da gehen wir jetzt aber nicht näher drauf ein. Das lassen wir so stehen, wie es ist. So passt es doch ganz gut. So. Ja, haben wir ja schon fast die halbe Strecke geschafft. Aber halt nur fast. Was ich mir hole, ein bisschen Luft. Alles wird gut. Alles wird gut. So, Dele. Ich überlege auch gerade, ob ich vielleicht die Pfeile von Nicola verwenden soll. Die so 1 bis 100 Schaden machen können. Wobei ich bei meinem Glück wahrscheinlich die ganze Zeit nur einen Schaden mache und alle 100 Pfeile brauche. Naja, werden wir dann sehen. Oh, ein Laubhaufen. Ein Sack. Okay, cool. Nehme ich mit. Vielen Dank, Laubhaufen. Sehr nett von dir. Sehr zuvorkommend. So. 200 Meter ist noch eine Ecke. Da können wir noch mal ein bisschen querfeld eingehen. Gut. Hallöchen. Okay, bleib stehen. Ich mach dir eh nichts. Keine Sorge. Heute bin ich nicht so direkt auf Tierjagd. Nur ein bisschen. Wettkampfbedingte Tierjagd, würde ich es nennen. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Ah ja, genau. Doch, das ist die Stelle, genau. Hier hatten wir schon mal das Vergnügen. Mit einem Bären. Ich glaube, wir gehen erstmal ein bisschen hier im Buckel hoch. Na, sehen wir hier schon irgendwo was? Nicht. Ja, so geradeaus vor mir irgendwo, ne? Da ist auch die Höhle, genau. Ja, ja. Da ist er. Mr. Petz. So, hüpfen wir hier hoch. Treffer? Treffer. Gefällt ihm nicht so. Ja, kriegen wir aber hin, glaube ich. Oh Gott. Na komm. Na, was machst du? Ups. Ist ja gut. Komm jetzt. Nicht abhauen. Nicht abhauen. Oh, leg dich halt mal hin. Oh Menschenskinder. Was will der denn jetzt? Oh, okay. Gut. Cool. Hoffen wir mal, dass hier kein zweiter ist. Ich würde nämlich auch mal gerne in die Höhle reinspickeln. Wahrscheinlich hockt der andere da drin und wartet schon auf mich. Schöne Sache. Nehmen wir natürlich alles mit. Bin auch nur ein bisschen überlastet, deshalb. Pfeilchen hätte ich auch gerne wieder. Anderes Pfeilchen. Noch ein Pfeilchen. Könnte noch von letztem Mal sein, vielleicht.
So. Ich glaube, ich werde mal kurz hier, zack, schnell speichern, bevor ich da rein eier. Was haben wir hier? Erz? Zinnader. Cool. Oh, holy moly, hier ist ja ordentlich was drin. Krass. Hier ist ja alles voll. Holla die Waldfee. Okay, hier ist wo Sackgasse. Und hier? Hier geht es so weiter. Oh mein Gott. Ich muss mal das Ding da wegmachen. Hier wieder auf Gesamtansicht umstellen. So. Na. Holy Guacamole. Hier ist auch Sackgasse. Wenn ich nicht aufpasse, verlaufe ich mich gleich noch. Ist das alles Zinn? Salz. Salz. Cool. Das könnte vielleicht was wert sein. Kupfer. Okay, hier gibt es alles. Hier gibt es einfach alles. Sehr schön. Wir wissen ja, wo es ist. Und der Eingang wird von einem Bären bewacht, so wie es ausschaut. Obwohl ich letztes Mal doch auch irgendwo war, wo zwei Bären rumstanden. Oder täusche ich mich da? Naja, ich will jetzt mein Glück hier nicht irgendwie ausreizen. Wir gehen jetzt zurück zu Elvin und holen uns unsere Belohnung ab. Wir haben es ja nicht mal der halben Zeit geschafft, glaube ich. Ich habe nicht genau auf den Timer geachtet. Aber er hat gesagt, er hat 9 Stunden gebraucht und wir haben keine 8 gebraucht. Also von dem her sind wir auf jeden Fall der beste Jäger, den er im Tal kennt. Oder der beste Jäger im ganzen Tal oder sowas. In der Art. Ja, muss auch mal sein. Muss auch mal sein, so ein Titel. Schön. Freut mich auf jeden Fall. Ey, Ruhe. Sonst schieße ich doch noch wild um mich. So. Rasend Rasimir ist wieder im Wald unterwegs. Vollgas. Querfeld ein. Richtung Elvin. Lange ist es nicht mehr. Der erste Herbsttag ist schon bald wieder rum. Der plötzliche Musikwechsel gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Oh Gott. Schon wieder Angst, dass ich hier von jemandem überfallen werde. Ich habe nichts dabei, außer Fleisch. Bärenfleisch. So, hier hat auch noch jemand ein Aufgäbchen für uns, aber jetzt gehen wir erstmal zum Elvin. Und schaffen wir es vielleicht noch zu Edwin? Bevor der sich ins Bett knallt oder so? Oder bevor er hier steht und die Leute in der Kneipe beobachtet, warum auch immer? Achso, ich habe mein Brennholz auch noch dabei, ne? Schön. So, hier, 86 Fleisch kriegst du. 30 Pelz kriegst du auch. Säckchen behalten wir. Trockenfleisch behalten wir auch zum Essen. Das war's, oder? Ja, passt. Ein bisschen Kohle gemacht. Dankeschön. Er hat mir viel Glück gewünscht. Ist ja nett. Und das, obwohl ich stinke wie ein Bock. So. Alvin, du kannst dann eigentlich auch mal wieder rein und in dein Haus und so. Du musst nicht die ganze Nacht immer hier draußen auf mich warten. Da bin ich wieder. Na, hat hier jemand einen großen bösen Bären bestellt? Du hast es schon wieder geschafft. Unaufhaltsam wie immer. Ich versuche mein Bestes und ich fand es immer schon aufregend, meine Grenzen auszutesten. Schon gut, es reicht schon wieder. Hier ist mein Bogen, du hast ihn dir verdient. Denn du bist besser als ich. Das warst du schon immer. Du musst mir nichts geben, für mich zählt der Wettbewerb an sich. Nein, du hast ehrlich und verdient gewonnen. Und ich verdiene ihn nicht. Ich sollte zu meiner Arbeit auf dem Feld zurückkehren, wie immer. Meinst du das ernsthaft? Ja, und versuch nicht, meine Meinung zu ändern. Träume sind schön, aber das wirkliche Leben ist nun einmal etwas ganz anderes. Wenn es das ist, was du wirklich willst, dann werde ich nicht mit dir darüber streiten. Zumindest hast du ein kleines Abenteuer erlebt, oder? Das ist wahr, und ich danke dir dafür. Es wird wohl Zeit, dass ich zu meinen Pflichten zurückkehre. Pass auf dich auf, mein Freund. Bis zum nächsten Mal.
400 Münzen, 1 Langbogen und Reputation. Cool. Sehr geil. Alvins Geschichte 8 wartet auf die nächste Jahreszeit. Sag mal, die Geschichte von dem Dude ist ja länger als die Hauptstory vom ganzen Spiel. Ist das die geheime Hauptstory des Spiels in Wirklichkeit mit Alvin? Von der noch keiner weiß? Bin auf jeden Fall gespannt, was da jetzt noch kommt. Vielleicht überlegt er sich doch noch anders und sagt so, jo Brudi, ich will meinen Bogen doch wieder zurück, bitte. Dann gebe ich ihm aber den ich schon auf Tasche hatte, der beschädigt ist. Ne? Muss er ja nicht wissen. Nett wie immer. So, wir gehen noch kurz ein bisschen baden. So, ein bisschen den Weiß abputzen. Ja, wir müssen uns jetzt hier erstmal ein bisschen abbaden. So. Schön. Gut. Müssen wir mal in die Verwaltung gucken, ob meine Felder gefeldet sind. Yes, sind sie. Perfekt. Sehr schön. Hat funktioniert. So, dann hüpfen wir jetzt ins Bett. Auf jeden Fall. Tag vorbei. So. Doppelbett schlafen. Bis zum nächsten Tag. Da sind wir auch schon. Guten Morgen. Perfekt. Schnell abspeichern. Habe ich meinen Rockenkorn vielleicht hier? Nee. Nee, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Stimme versagt, dass das Rockenkorn wohl wirklich in Mehl umgewandelt wurde. Ja, passiert. So, das Brennholz will ich weglegen, bevor ich es nochmal in der Tasche lasse. So, Brennholz, zack. Die unvorhersehbaren Pfeile der Zufälligkeit. Die behalten wir auf jeden Fall. Dünger haben wir einen Haufen. Flachs können wir auch mal hier lassen. Den Rest behalten wir mal bei uns. Gut. Schön. Also, Felder sind gepflanzt. Dünger ist in Produktion. Es ist Herbst. Wir müssen auf die nächste Jahreszeit warten. Was machen wir jetzt? Ein Schluck Wasser trinken auf jeden Fall. Oh, tut gut. Tut sehr gut. So, wir gucken mal noch kurz, was wir jetzt an Kohl da haben. Viel, sehr viel auf jeden Fall. Holla die Waldfee. Oh, da liegen noch 77 Beeren. Da weiß ich genau, was ich damit mache. Die werden nicht gegessen. Die werden absichtlich kaputt gemacht. So, Komposthaufen, Beeren, zack. Schön. Perfekt. Ja, es ist jetzt eine angebrochene Folge. Deswegen hätte ich gesagt, bevor wir jetzt noch irgendein Großprojekt starten. Wieso stinken wir eigentlich schon wieder? Ich war doch schon auf Baden, Mensch. Gehen wir vielleicht mal gucken, ob wir hier wieder irgendwo was finden. So plünderungstechnisch in der neuen Jahreszeit. Wie schaut es mit der Hygiene aus? Wir haben noch 5% Schmutz. 0% Schmutz, okay. So Wasserfall und so, halt mal gucken, ob da wieder was rumliegt. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ich glaube in die Richtung, ne? So in etwa. So. Vielleicht haben wir ja Glück. Wenn nicht, dann nicht. Wenn doch, dann doch. Auf jeden Fall könnten wir vielleicht versuchen, so Vögel wegzuballern. Yes, ist Gott. Okay, ich habe getroffen, immerhin. Oh! Das war einer von Nikolas Pfeilen. Ups! Naja, hat ja getroffen. Ach, die gehen instant kaputt, oder wie? Der ist ja doof. Habe ich keine anderen Pfeile mehr jetzt? Ich habe doch noch welche gehabt. Steinpfeil 4. Na? Okay. Ich weiß leider nicht, wie man die wechselt.
Ich stelle mich da zu doof an dafür. Oh, ist das eine Spitzhacke? Nee, Kalk. Nee, brauche ich nicht. Kalkstein kann hier bleiben. Bronzespitzhacke nehmen wir mit. Sehr geil. So, legen wir den einen Kalkstein halt neben den anderen hier. Ich kann sowas von überhaupt kein Deutsch mehr heute. Ist das übel? So. Gut. Gucken wir doch noch schnell hier irgendwo hoch. Ob hier noch irgendwo was steht vielleicht. Zelt etc. pp. Oder sowas. Was ist eigentlich das da? Ach, in Hornitzer. Das ist der komische Bote vom König. Yeses. Wo? Da hinten. Wenn wir die Quest von dem abschließen, würden anscheinend unsere Steuern gesenkt werden. Oder können unsere Steuern gesenkt werden. Wäre vielleicht auch mal eine Überlegung wert. So. Schweinchen. Nimm mit. Ach, wir haben den Pfeil zurückbekommen. Okay. Cool. Immerhin. So, jetzt stehen wir mal hier auf den Vorsprung und gucken. Nach unten. Gucken, ob wir von hier aus irgendwas sehen. Irgendwas, was man vielleicht plündern könnte. Oder so in der Art. Schaut nicht so aus, oder? Na? Ja, nee. Gehen wir mal in die Richtung. Ich kenne leider kein Muster, so was man ablaufen könnte. Weg mit dir. Was macht ihr da? Ups. Ach, jetzt könnt ihr wieder laufen. Na toll. Was? Was war das? Nein, verfehlt. Was? Hä? Habe ich jetzt echt aufs Bäumchen gehauen oder was? Wollt ihr mich veräppeln? Komm her. Bleib liegen. So. Schön. Nehmen wir alles mit. Gehört jetzt alles mir. Ihr rumlungernden Rumlungerer. Käse. Der hat's verstanden. Der hatte das Wichtigste auf Tasche. Stachelbesetzter Knüppel. Nehmen wir mal mit. Oh, den Speer auch hier. Kupfersperr. Cool. So, hier liegt noch einer. Ja, eigentlich wollte ich jetzt nicht unbedingt so ein Banditenlager finden, aber habe ich jetzt auch gar nichts dagegen. Oh, stopp. Verklickt. So. Nehmen wir halt von denen ein bisschen Plünderzeug mit. Pfeil haben wir auch wieder. Schmuggelware. Nehmen wir mit. Leingarn, sehr geil. Vielen Dank dafür. Der hat noch. Der zuckt noch. So. Haben wir hier noch. Knüppel. Pfeil. Trinkschlauch. Ich bin überlastet. 75 Münzen. Und ein Pflaumenwein. Schön. Und Brennholz. Ich glaube, wir müssen schon wieder zurück. Ach ja, herrlich, herrlich. Ja, ich hätte gesagt, wir laufen jetzt nach Gostovia und verkaufen kurz den Krempel und laufen zurück in unser Dorf. Vielleicht finden wir auf dem Weg ja noch was. Könnte ja sein. Also querfeldein ist immer ein bisschen schwierig. Aber macht ja nichts. Taschen sind ja voll. Na? Muss natürlich noch ein bisschen nach hier laufen. Wäre vielleicht am besten. Da verfehlt man das Dorf auch nicht um einen halben Kilometer. So. Rasimir, Rasimir, Rasimir. Da, mach scheins mit. Kann das sein, dass das Ding nicht kaputt geht?
Du kannst diese Ressourcen nicht sammeln, dieses Gebiet ist dafür gesperrt. Ups. Ich wollte nur testen, ob meine Axt Haltbarkeit verliert, wenn ich auf Bäume klopfe. Weil offensichtlich verliert sie keine Haltbarkeit, wenn ich auf Köpfe klopfe damit. Ja. Herrlich. So. Wir gehen wieder zum Händler meines Vertrauens auf jeden Fall. Der Edwin. Servus. Guck mal hier, ich habe Haufe Äpfel. Die kriegst du von mir. Ups. Du hast gleich keine Kohle mehr, Freund. Was haben wir noch? Federn. Okay, doch, ein bisschen Kohle hat er ja noch. So, das Fleisch lassen wir mal auf Tisch. Kirschen kriegst du noch. Die kleine Gürteltasche kriegst du auch. Und den Knüppel kriegst du auch. Und den Käse kriegst du auch. Und das Leder. Die Metflasche, die Pflaumenwein. Den Stachelknüppel, jetzt ist fertig. Ich habe aber, glaube ich, jetzt auch alles weg. Nee, nicht ganz. Gut. Have a nice day. Dann gehen wir jetzt noch, keine Ahnung, hier hin. Gucken hier noch rein. Nee, da ist sie. Hallöchen. Pass mal auf, ich habe was für euch. Zwiebeln. Eine Weinflasche verkaufe ich euch. Ein Trinkschlauch. Den Kupferspeer. Ja. Das war's, oder? Jetzt habe ich, glaube ich, alles. Alles. Ja, passt. Ist in Ordnung. So, ab nach Hause. Ab nach Hause. Mit uns. Wie viel Geld habe ich denn jetzt? 5879. Schön. Sind ja bald wieder steuernfällig. Der nächste Son Goku. Cool. Schon zweimal gesehen, das Phänomen. Gucken zu viel Fernsehen die Kinder, ich sag's euch. So, jetzt will ich aber mal die Axt an einem Baum testen, noch schnell. Weil, ich weiß nicht, es sieht ein bisschen aus, als hätte sie Haltbarkeit verloren. Oder da fehlt einfach nur ein Pixel. Ne, die verliert Haltbarkeit, oder? Ja doch, aber sehr wenig. Gut. Wenn wir den schon gefällt haben, nehmen wir noch ganz mit. So. Machen wir vielleicht noch Brennholz draus. Oder wir lassen es als Holzstämme. Gut, ab nach Hause. Achso, ich muss noch Häuser reparieren, ne? Fällt mir gerade ein. Oh no. Die armen Gebäude. Nach denen keiner guckt. Wenn wir in den Reparaturmodus gehen. Das waren, glaube ich, Wohnhäuser. Na, da sehe ich schon eine Wand, die kaputt ist. Schauen wir mal, was wir dafür brauchen. Stöcke. Perfekt. Hammer. Wo war noch was kaputt? Hier ist auch noch was kaputt. Auch Stöcke. Cool. Damit hätten wir die zwei kaputten Häuser auch schon wieder repariert. Sehr schön. Wir lassen die Holzstämme einfach mal Holzstämme sein und legen die jetzt so hier rein. Und das Brennholz natürlich auch. Von unten her Zinnerz, Stöcke. So, Leinengarn lassen wir mal. Das legen wir in unsere eigene Kiste. Holzstämme 4 lassen wir auch hier. Gut, cool, nice, perfekt. Ja. Gehen wir noch schnell einen Schluck trinken. So. Und ein bisschen was futtern. Von unserem ehrenhaft und ehrlich erworbenen Fleisch, an dem ich gerade vorbeigehuscht bin, deswegen nehmen wir das Trockenfleisch. So. Jetzt. Liebe Leute, dann ist für heute Ende im Gelände, Schicht im Schacht. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euren Support. Ihr seid mega geile Menschen. Ich hoffe, ihr werdet jeden Tag einen Ticken geiler. Das würde mich megamäßig freuen.
Genau wie es mich freuen würde, wenn ihr Likes, Kommentare, Abos da lasst und aufs Glöckchen drücken würdet und vielleicht mal auf dem Kanal vorbeischaut. Da könntet ihr noch andere Spiele finden und Videos finden, die euch interessieren könnten. Ist aber natürlich alles freiwillig, ich zwinge euch zu gar nichts. Ich wünsche euch noch eine megamäßig geile Zeit, ich bin raus. Ciao, ciao.